Ein Sprichwort im Arabischen sagt, dieser Tod ist ein Behälter und jede Person wird von diesem Behälter trinken. Jede Person, ob arm, ob reich, ob jung oder alt, jeder wird von diesem Behälter des Todes trinken. Von daher, egal wie viel Zeit du hast, wie viel du schon verbraucht hast und wie viel du noch vor dir hast, egal was du dir aufgebaut hast hier auf der Welt, egal was für einen Job du hast, egal was für ein Reichtum du hast, wie viele Häuser du vielleicht hast, all das wird dir weder etwas bringen, noch wird es dich in irgendeiner Art und Weise schützen, noch wirst du irgendetwas davon in dein Grab mitnehmen. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala, alles auf ihr wird vergehen, außer das Angesicht von Allah subhanahu wa ta'ala. So wird dir nichts nützen und nichts wirst du mit in dein Grab nehmen, außer deine guten Taten. Aber das, was du dir hier aufgebaut hast auf der Dunya, hinsichtlich dieser Dunya, davon wirst du keine einzige Sache mitnehmen. Komm متأدبا